So, Route 17 und es regnet. Auf zum Schattendschungel. Ach nee, die Zeit ist ja eh schon vorbei. Aha. Route 17. Diese Ebene erstreckt sich vor Poo. Erinnert mich jedes Mal wieder an die App, die Poo heißt. Und wer trocknet hier draußen Kleider? Ach nee, das ist ein Stahlfeiler. Mautz, bist du so doof oder tust du nur so? Ich muss nochmal husten und so halten. Und ja, das gerade eben war die Meerjungfrauentheorie. Wenn ich lang genug keine Freundin hatte, werden selbst Stahlpfeile irgendwann sexuell attraktiv und haben Kleider an. Passiert halt, schau ich die Minions an, da geht das ähnlich. Ich bin hier eigentlich total schwach und habe bei Kämpfen keine Chance, ey. Aber als Teammitglied von Team Skull macht mich selbst zum Glück keiner von der Seite an. Wow, weil sie alle scheiße sind. Also muss ich auch gar nicht stark sein. Yo, passe ich hier voll geil rein. Der protzt sogar damit, dass alle schwach sind. Leute, ihr seid doch einfach beschissen. Und da ist die Polizeiwache daneben. Immer nicht die Nachbarn grüßen. Das erinnert mich fast ein bisschen an Pokémon Silber, wo auch so der Bösewicht am Anfang links reingeschaut hat, bevor er das Pokémon geklaut hat. Der Rivale reingeschaut hat, aber... What the fuck? Was ist, wo liegen die Donuts? Mautz. Es regnet, deswegen müssen natürlich alle Katzen drinnen sein und die dürfen hier rein. Mautz, Mautz. Mautz, Mautz, gib mir mehr zu essen, ich hab Hunger. Mautz, gib mir irgendwas zu trinken, dass ich aus dem Teller werfen kann. Mautz, Mautz, hast du mir nicht irgendwie einen Karton versprochen? Was ist denn das hier? Hey, neue Lebensform. Alles klar. Sina ruft an. Ach, meine Güte, kann ich mal einfach ruhig bleiben. Voll gechillt und so. Da, du hast schon wieder einen Zeigerzern eingesammelt. Dein Zeigerwürfel hat die dem Kern innewohnende Attacke gespeichert. Du kannst sie jetzt also jederzeit und beliebig auf deinem Zeigert beibringen. Ganz wie es dir beliebt. Au revoir. Okay, alles klar. Welcher Teil auch immer das ist. Wahrscheinlich irgendwas sind das ziemlich starke Angriffe. Obwohl ich denke, irgendwann ist jetzt noch nicht erreicht. Mautz! Mein Bett ist zu kratzig. Mautz! Mach endlich wieder den Kackepoo wieder leer. Mautz, Mautz! Willst du eins von meinen Schokobröseln haben? Ansonsten gibt es hier noch mehr Essen, ein PC, der nicht benutzt wird. Und sind das Zigaretten da rechts? Ach, ein Ventilator. Okay. Und danach eine Maus und was zu trinken. Und ich könnte noch, apropos trinken, links will ich noch kurz gucken, gibt es hier was? Nein. Ich kann leider kein kostenloses Wasser abstauben, weil wir sind ja nette Menschen und heißen nicht Shara, geht in Ordnung. So, dann schauen wir erstmal nach rechts, obwohl wenn da eh ein Team Skyrüppel ist. Komm, töten wir einfach alle, geht in Ordnung. Yo, wenn die vor daneben, wenn der mal hier alles krass ernst und verbissen sieht. Meine Aufgabe mit dem Skull gehe ich aber voll ernst an. Irgendwie, yeah, Strange Dude. Bist du halt Dr. Strange Junge. Also wenn du einen Doktortitel hättest, aber dafür bist du leider zu inkompetent. Das hast du leider noch nicht auf die Reihe bekommen und wirst du auch nie. Yo, Team Skull Rübe holt dich heraus. Mit einem Pokémon. Give your best. Doch von Molung. Reib's mir doch noch unter die Nase. Ist in Ordnung. Son Peepern, du musst das schaffen. Ich habe größtes Vertrauen in dich, dass das was wird. Und ich habe vergessen, meinen Pokémon zu heilen. Ich habe größtes Vertrauen darin, dass ich ein vollkommener Idiot bin. Und jetzt ein Wasser-Pokémon gegen, also ein Fehl-Pokémon gegen ein Gift-Pokémon einsetze. Auch immer die beste Idee, die man haben kann. Und jetzt kommt das Toxin. Das war zu erwarten, schwere Vergiftung, das ist doof. Und wenn der Giftstreich jetzt noch mit dazukommt, ist das nicht gerade viel besser. Das wird schon irgendwie, denn wir müssen eigentlich schneller sein als Molung. Wir sind sogar 4 Level drüber, also jetzt Schaumserenade. Wir sind schneller, sehr gut. Und es regnet. Und da ist es nicht egal, ob es regnet, stürmt oder schneit. Aber du hast trotzdem platt gemacht. Knall ihn weg. Und wir können Vergiftung gleich wieder heilen.
mal so kurz nebenbei. Gibt nicht mal Erfahrungspunkte, der Kleine. Da sieht man, selbst wenn man voller Herz bei der Sonne ist, gibt es kein generativ positives Resultat. Ja, selbst wenn du komplett ernst an die Sache rangehst, den Po der Frau kriegst du trotzdem nicht. Positives Resultat nicht zwangsweise feststeht. Auch voll geil, wie Pri-Ballerie einfach genau dieselben Backen hat wie Ash Ketchum. Dieses Ding hier wurde zweimal von Voldemort getroffen, einmal links und einmal rechts. Zumindest ab und zu, wenn man es versucht zu heilen oder hier so streichelt. Ach, das sind seine Wimpern. Oh mein Gott. Ich sollte echt mit Brille spielen. Dann würde ich vielleicht nicht so viele Sachen misserkennen. Aber gut, was soll's. So, dann geht's dir gut. Wer wollte dich doch noch nie im Leben? Und natürlich, du bist nass. Nicht wahr? Kann Pri-Ballerie zum Glück nicht so passieren. So als Wasser-Pokémon ist nass sein meistens nicht so schlimm. Hat der gerade im Schritt getropft? Gut, ich schwitze auch gerade unten rum immer ziemlich stark, wenn ich einmal Sport gemacht habe. Aber das ist nicht so ein Tropfen. Junge, mach das doch nicht, während ich gerade Pri-Ballerie streichle. Das fällt doch auf. Ich kann gerne mal ein Date zwischen euch veranlagen. Das ist kein Ding, auf Hauptsache du kochst Bolognese und Spaghetti. Aber komm schon. Jerolimatz. Das ist eklig. Einfach deinen Affenschwanz für sowas zu benutzen. Meine Fresse. Aber ich streichle dich trotzdem, weil du willst da unten auch rum. Hast du wenigstens einen Grund da zu tropfen und machst es nicht einfach so irgendwie. Aber es muss echt schlimm sein als Pokémon. Ich meine, du hast keine Hose an. Du kannst deinen Random Boner gar nicht verdecken. Schlimm muss das Leben als Pokémon sein. So, wir haben wieder so unglaublich viele Wege. Das heißt, ich nehme erstmal alle gleichzeitig, damit es auch möglichst lange dauert. Ihr kennt meine Strategie für solche Lösungsprobleme. Oder solche Problemlösungen. Oh, Item. Nicht verpassen. Links oben. Ich werde dich finden. Da. X-Angriff. Okay, das geht in Ordnung. Übrigens laufe ich jetzt durch das Gras. Die Grasseite lang, weil ich jetzt nicht weiß, wie lange es noch... was will ich wieder schneien sagen? Ob es im Winter ein Pokémon schneit? Müssen wir mal schauen. Wir haben jetzt Winter, es schneit nicht, es regnet. Alles klar, Frage beantwortet. Ich laufe jetzt durchs Gras, weil ich eigentlich sagen wollte, da ich jetzt halt, wenn es Gras-Pokémon gibt, diese Regen-Pokémon gibt. Alter, ich bin so durch. Wenn es jetzt Regen-Pokémon geben würde, die als Hilfe kommen könnte, habe ich jetzt schon mal die Chance darauf, sollte jemand dazu kommen, Hilfe zu rufen. Und habe das dann schon mal abgehakt. Weil wer weiß, ich glaube zu wissen, dass es noch mehr gibt, aber wer weiß welche und wer weiß wo. Jetzt wieder ziemlich scheiße. Ich vergesse die ganze Zeit, meine Pokémon zu heilen. Ich habe die ganze Zeit nur Link-Kämpfe gemacht. Jetzt insgesamt bestimmt 6 Stunden am Stück. Also, nicht am Stück, aber 6 Stunden insgesamt. Und dann dazwischen nichts anderes. Ich bin es nicht mehr gewohnt, zu heilen. Mich heilen zu müssen. Okay, es kommt keine Hilfe. Es ist ihnen zu nass. Sie bleiben lieber zu Hause. Und genießen das Nix-Tun, während wir Schwabbeli-Schwabbeli-Wop endlich mal die Gengidama zeigen. Viele waren bestimmt schon heiß darauf, ich habe sie schon mal gesehen. Ey, wir können hier unter den Rock gucken, wunderschön. Grandiose Meeressymphonie. Leute, der Wesen der Erde, gebt mir eure Energie. Und fuck you. You're going to die. Oh yeah. Und ich bin der Direktor, der jetzt sagt, turn it up, bitch. Das ist so geil. Ich liebe diesen Angriff. Weil wie so in meiner Richtung auch so das Geilheitssprinkeln der Gegner kommt. So wie, boah, das war so episch. Boah, gleich abgespritzt. Das fliegt alles in meine Richtung. In seine Richtung. Okay. Und Jerolimatz ist wieder nass, wieder an derselben Stelle. Ja, diesmal ist es die linke Brust, hat ein bisschen Milch gegeben bei dieser geilen Vorstellung. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen, Jerolimatz ist logisch, dokig, supi wupi. So, haben wir auch hier wieder ihm komplett aufgepäppelt, geht's ihm super. So, wie es sein muss. Schauen wir mal, ob wir noch irgendein weiteres Item finden.
Ich bin es halt gewohnt, dass es mehr Items gibt. Ich fühle mich vom Spiel gerade ein bisschen vernachlässigt, was die Itemsanzahl angeht. Und ein bisschen überfordert, was die Team Skull-Anzahl angeht. Denke ja nicht, ich hätte dich da oben nicht gesehen, mein Freundchen. Also wirklich. Als wenn ich einfach so ein Item übersehen würde. Nein, 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 nicht mit mir. So, Übitag erscheint. Mal wieder. Willst du auch diese grandiose Vorstellung bekommen? Oh, ich habe schon wieder nicht geheilt. Fuck. Jetzt wird Gerolimatz wieder nass. Oh, das muss ich unbedingt, das darf ich nicht vergessen. Ich meine, immer wie hart ich mich ärgere, wenn erstmal der Pokémon unnötig down geht. Und dann Alchin zu vergessen zu heilen, ist halt so ein bisschen wie kontraproduktiv. So. Psychokinese, weil wir können's. Wo Nummer 7 vieles abzieht. Nur? Oh nein. Oh nein. Macht das mit meiner Stärke? Macht's nicht. Macht's mit seiner eigenen perfekten Stärke. Nichts kann es. Ein kleiner Nahen geschossen von einem Wassertropfen hätte weniger Schaden gemacht. Hätte mehr Schaden gemacht. Wir wollen ja hier beim Dissen bleiben. Daher, na, kannst du dir das auch irgendwo anders entstecken, diese kleine Nadel? Oh, ein Coolie. Jetzt stecke ich mir die bei ein, bevor der Captain es wieder mitkriegt. So in die Richtung. Das geht durchaus in Ordnung. Als andere ist dann schon ein bisschen komisch. So, hier ist nochmal schön gestreichelt, mein Freundchen. Ich weiß, du brauchst auch noch ein bisschen mehr Zuwendung. Hier ist noch ein bisschen was zu futtern. Eine kleine liebe Süßigkeit, damit du weißt, dass ich immer bei dir bin. Perfekte Zuwendung, auch wenn die gerade von Mal zu Mal weniger wird, wie ich leider immer wieder mit sehen muss, aber keine Angst, zumindest die Heilung, die ich nicht vergessen habe, eilt jetzt auf der Stelle. So, mehr oder minder. Solange ich das jetzt nicht schnell wieder vergesse, aber nein, mein kurzes Gedächtnis scheint wieder zu arbeiten. So, Limonädchen, einmal für Son Peepern, einmal für... Nein, oh, nochmal für so ein Piepe, weil der Limonade so sehr mag. Spezialverteidigungswert könnte ich auch noch jemandem geben. Allgemein die ganzen Dinger könnte ich verkaufen oder jemandem geben. Das gilt so ziemlich für jedes Item. Und, aber vielleicht soll ich mir wirklich darüber Gedanken machen, die auch zu benutzen. Was? Darauf wollte ich eigentlich hinausziehen. Achtung, ich muss husten. So, Bro. Was gibt's bei dir Neues? Ja, oder gegen jemanden verloren, Leute. Was für ein Tag? Einer der besten, ich sag's dir. Größter Volllappen ever. Es sogar dem Gegner zu sagen, boah, heute noch nie verloren? Ernsthaft? Was könnt ihr? Ihr könnt nicht mal so tun, als wenn ihr stark wärt. Wie soll man für euch überhaupt Respekt haben? Andere haben Monster gequält, dich selber gequält, böse Pläne gehabt, der Stärkste ist vorgegeben zu haben, haben sich versucht über die Galaxie zu erheben, wollten neue Welten gründen, was weiß ich und ihr, jo, heute noch nicht verloren, mir geht's gut. Yay. Yeah. Kanios, hast du toll gemacht, meine größte Freude auf deiner Seite. Und jetzt willst du nicht, dass ich wegrenne, um dich zu töten. Meine Fresse. Nee. Ich will heute noch verlieren, also komm. Renn mal nicht weg, Horrorblick von Golbat. Geht klar, yo, Digga, Bro. Warum nicht? So, wir müssen nochmal kurz unseren Vogel föhnen, damit er wieder fliegen kann. Ist ganz wichtig in Zeiten wie diesen. Mist! Verloren. Ich hätte es nicht verschreien sollen. Gejinxt. Was ein rabenschwarzer Tag, schlimmer geht's nicht. Also hat er mit anderen Worten heute noch nie gekämpft und deswegen noch nie verloren. Also heute noch nicht verloren, noch nie mehr übertrieben, weil dann hätte er auch noch nie in seinem Leben gekämpft, um noch nie verloren zu haben. Gut, aber der Anfänger ist nur ein Anfänger, weil er seltener verloren hat als der... Weil er es seltener probiert hat, als er Profi jemals verloren hat. Ey, Riesenfreude auf seiner Seite. Juhu. Er mag mich, das ist toll. Ich mag ihn auch.
weil ich nicht regelmäßig deswegen übersteuere, aber ich muss es trotzdem mal wieder sagen. So, noch was Neues hier. Und bei wem hol ich mich jetzt aus? Auf jeden Fall haben Feelings, yo. Viel Spaß mit den Feelings. Oh, Item. Ich habe was gesehen. Sternstück. Grandios. Gut aufgepasst, oder nicht? Das muss ich ganz Weg wieder zurückgehen, weil hier komme ich sowieso nirgendwo lang. Na gut. Tipps für Trainer. Gönnst du deinen Pokémon auf der Spa-Insel im Pokémon-Resort ein Bad, werden sie zutraulicher. Aber wenn du sie zu lange dort lässt, steigt ihnen die Hitze zu Kopf. Rühre das Schild, um sie aus dem Wasser zu holen. Das soll ich vielleicht wirklich mal machen. Meine Eolis sind, glaube ich, gerade komplett verbrannt. So lange, wie die da drin schon rumhängen. Ich muss hier häufiger hoch. Okay, gehen wir erstmal rechts lang. Und nicht vergessen, regelmäßig zu riechen. Sehr schön, Zeigartwürfel. Denn nur wenn man riecht, verstreut man gut oder auch schlecht riechende Pheromone. Und nur dann kann man auch wirklich etwas Weiterführendes erreichen. Das heißt, ich muss nachher da nicht mehr runter, sondern kann hier runter. Geht in Ordnung. Ja, was willst denn du von mir? Du bist hier im Paradies von Team Skull, also zieh dich vor. Paradies von Team Skull? Haben die es echt geschafft, die Polizeiwache zu übernehmen? Oder ist der Polizei jetzt einfach egal, dass ihr Gebiet von Team Skull in der Nähe ist? Weil, halte deine Freunde näher, deine Feinde jedoch noch näher. Weil das würde Sinn machen mit der Polizeiwache, weil sie lassen halt Team Skull direkt bei ihnen rein. Das ist vielleicht ein bisschen zu nahe, aber das muss ihnen ja niemand sagen. So, so ein Pieper, du wirst bitte nicht vergiftet, weswegen ich mal lieber ganz kurz wechsle zu irgendwas, was irgendetwas gegen Gift hat. Ich dachte immer, Gift wäre sehr effektiv gegen Psycho. Nein, stimmt. Käfer war sehr effektiv gegen Psycho und Gift war schwach. Ach nö. Toxidinier mich doch nicht. Ich hasse schwere Vergiftung. Und jetzt landet ihr in den Volltreffer, wie wir am Anfang des Partys wieder erneut gelernt haben. Obwohl, wie er jetzt gleich lernen wird, landet er keinen Volltreffer, denn er ist tot. Würde mir beinahe leid tun, wenn es mir leid tun würde, aber if I were sorry, it would be another story. Now you can die. Die, motherfucker. So, sonst people auch noch ein paar Erfahrungspunkte. Grandios. Und Gift wird jetzt um jede Runde wesentlich stärker. Es ist doof, aber Immantis war doch das Pflanzen-Pokémon, oder? Dann hätte ich vielleicht doch wechseln können. Aber na gut, was soll's. Nächste Psychokinese. Du schaffst das, prima, Larry. Easy. Double One-Hit KO. Und dann natürlich das Pflegen nicht vergessen, um dieses lästige Gift wieder loszuwerden. Die Wertesteuerung gefällt mir. Und Schallwelle. Was dat? Normalangriff? Lautattacke mit Schallwellen. No shit, Sherlock. Aber Battery low, ungünstig. Was verlerne ich dafür? Will ich das überhaupt? Eigentlich mit Wasser, Psychokinese und Mondgewalt und was auch immer da dann hinkommt, habe ich drei Attacken, die alle 90 Stärke haben und die nichts Schwaches in Übereinstimmung haben. Brauche ich also nicht zu erlernen, geht in Ordnung, Schreibwelle kann vergessen werden. Obwohl so ein lauter Schrei, so ich will aber auch gleich berechtigt sein, irgendwie auch interessant sein könnte. Passt zumindest zu seinem Charakter. So, Team Skyrim besiegt. Ja, verloren. Ich schätze, mein Zeitparadies ist hiermit vorüber. Wenn du rausgeworfen wirst, dann ja. Aber ich habe dir noch nicht meinen Apfel angeboten, meinen geilen Adamsapfel. Obwohl, in dem Fall halt eher Evas Apfel. Und meine Schlange hatte ich noch nicht darüber überredet, diesen Apfel zu schlucken. Also gegebenenfalls wirst du nicht aus dem Paradies geworfen. Gute Neuigkeiten für dich, oder etwa nicht? So, dich darfst du auch nochmal ein bisschen gestreichelt werden. Aber nein, you shouldn't have. Wunderschön, du kriegst auch nochmal ein bisschen eine kleine Zuneigungigkeit. Friss mir ruhig aus der Hand, egal was ich dir erzähle. Ach ja, und auf geht's zurück. Wunderschön. Gut, wir müssen noch dreimal hoch, zweimal hoch und wieder runter. Und da links war ein Item, da rechts wird also auch noch irgendwas gewesen sein und
Alles klar, auf ein neues. Ich glaube, ich kann jetzt aber jeglichen Kampf umgehen. Das haben sie hier, hoffe ich, recht geschickt gemacht. Naja, mit etwas Genauigkeit. Da links oben muss doch irgendwas sein. Wenn ich so drunter springe, komme ich wieder hoch. Das heißt, wenn ich jetzt mal ganz kurz hier so schaue. Schnüffel die Düffel die. Battery low, alles klar. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Oder eigentlich hoffe ich, ihr hört das, weil sonst würde meine Aussage Battery low so ziemlich gar keinen Sinn ergeben. Nope, nicht da rein. Hier ist auch nichts. Dann muss ich nämlich noch einmal hoch, was ich gerade getan habe. Und noch einmal links runter und dann haben wir alles. Also einfach links halten und links halten. Schnupperkurs. Und nichts gefunden, außer DTM. Gifty. Nicht so schlecht, könnte auch noch wichtig in meinem Team werden, wenn ich wirklich ein Vergiftungsteam irgendwie mal erstellen möchte. So, bevor wir jetzt da links nochmal hingehen, erstmal die Zeigerzelle absorbieren und euch noch einen schönen Tag wünschen, weil das Battery Low will ich jetzt nicht den ganzen Part noch laufen lassen. Weswegen ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr so war, dann sagt euch doch bitte Bescheid. Genau, schreibt doch bitte in die Kommentare hier. Mir hat's gefallen. Oder wie fandet ihr so irgendwie sowas? Sagt euch Bescheid. Ansonsten Feedback bitte auch in die Kommentare. Und damit adios amigos und hoffentlich auf Wiederhören.